Hallo zusammen! Wer ein E-Bike besitzt, der sollte in der kalten Jahreszeit ein paar Dinge unbedingt beachten. Egal, ob man im Winter fährt oder das Rad einmottet. In diesem Video sage ich euch, was ihr wissen müsst. Im ersten Teil des Videos werde ich kurz erklären, was man beachten muss, wenn man im Winter fährt. Und im zweiten Teil, was es zu beachten gibt, wenn man im Winter nicht fährt. Kleiner Radfahrerwitz zum Einstieg. Woran erkennt man als Fahrradfahrer, dass in Deutschland der Winter angefangen hat? Daran, dass die Fahrradwege noch leerer sind als sonst und die Fahrradschutzstreifen mit dem Schnee von der Straße vom Winterdienst komplett zugeräumt wurden. Aber Spaß beiseite und los geht's. Im Winterfahren, darauf muss man achten. Im Winterradfahren ist zwar etwas anstrengender und manchmal auch etwas gefährlicher, aber sonst problemlos möglich. Dabei sollte man aber auf ein paar Dinge achten. Akku nach der Fahrt immer mit ins Warme nehmen. Lithium-Ionen-Akkus, wie sie heute an allen Marken E-Bikes verbaut sind, mögen keine Temperaturen unter 0 Grad. Gefahren werden kann damit aber dennoch. Manche Akkus laden sogar bei zu geringen Temperaturen gar nicht erst auf. Wichtig ist aber vor allem, den Akku nie leer gefahren, mehrere Tage in der Garage oder den Schuppen zu lassen. Denn der Akku könnte Schaden nehmen. Dabei spricht man auch von der sogenannten Tiefenentladung. Ein Zustand, der sich quasi nicht zurücksetzen lässt. Das gleiche gilt auch für Displays. Ist es abnehmbar, empfiehlt es sich, dieses ebenfalls mit ins Warme zu nehmen. Touren nicht zu großzügig planen. Bei geringeren Temperaturen um oder unter 0 Grad sinkt der Wirkungsgrad des Akkus. Sprich, man kommt nicht mehr so weit wie im Sommer. Denn die Elektronen im Akku können sich bei geringerer Temperatur nicht so zügig bewegen wie sonst. Deswegen bei der Routenplanung unbedingt beachten, sodass man nicht irgendwo strandet. Realistisch sind so um die 10-20% weniger Reichweite als sonst. Natürlich umso mehr, je kälter es draußen wird. Ebenfalls bitte nicht wundern, wenn die Leistung am Berg nicht ganz so gut ist wie sonst. Bei Kälte können Akkus nämlich nicht die Leistung bringen wie bei wärmeren Temperaturen. Akkus warm einpacken. Fährt man im Winter mit dem E-Bike, so kommt der Akku nach und nach auf Betriebstemperatur, da wie der menschliche Körper dabei einiges arbeiten muss. Dennoch empfiehlt es sich, bei sehr kalten Temperaturen oder hoher Fahrtgeschwindigkeit, S-Pedelec zum Beispiel, den Akku mit einem Thermoüberzug warm einzupacken. Solche Thermoüberzüge gibt es inzwischen für immer mehr Akkus, sogar für Intube-Akkus von Bosch, also die integrierten Akkus. Damit schützt man den Akku vor Beschädigung und erhöht die Reichweite, gegebenenfalls ein kleines bisschen. Besonders bei schnellen Pedelecs, welche bis 45 km/h unterstützen, ist das wichtig, da hier der Fahrtwind nicht nur den Fahrer, sondern auch den Akku auskühlt. Richtige Kleidung für Fahrrad und Fahrer. Wer im Winter fährt, sollte sich unbedingt warm anziehen. Allerdings auch nicht zu warm, sodass man nach einer kleinen Weile stark schwitzt. Empfehlenswert ist es hier, in mehreren Schichten zu arbeiten und sonst nach einer Weile eine oder mehrere davon auszuziehen, sobald man auf Temperatur ist. Extrem wichtig sind auch entsprechendes Licht am Fahrrad sowie Bekleidung mit reflektierendem Material. Dabei gilt, Sicherheitswesten, wie sie von Bauarbeitern getragen werden, sind zwar lustig anzusehen, der erste Schritt sollte aber immer ein helles, breit und weitleuchtendes Licht am eigenen Rad sein. Denn, wie heißt es so schön, wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen. Gleiches gilt auch fürs Licht. Wer selbst ausreichend leuchtet, nimmt andere ohne Licht schneller wahr und wird auch seltener übersehen. Seit kurzem ist am Fahrrad und E-Bike sogar ein Fernlicht erlaubt. Einem tollen Licht steht also nur der eigene Geldbeutel entgegen. Das Fahrrad sollte ebenfalls richtig angezogen werden. Sprich, wenn möglich, mit breiteren, profilierteren Reifen, so wie bei Glatteis, eine Spike-Reifen, die sich ins Eis festkrallen. Keine Angst, solltest mal kein Eis haben, gehen die Spikes nicht sofort kaputt.
Ideal ist es aber natürlich, mit mehreren Reifen oder wenn möglich sogar mehreren Laufradsätzen zu arbeiten, um je nach Situation wechseln zu können. E-Bike über den Winter einlagern. Wenn der Fahrer keine Kälte mag oder es zu gefährlich findet, dann wird das E-Bike über den Winter eingelagert. Auch hier gibt es einiges zu beachten. Wenn das Video hilfreich ist, freue ich mich übrigens über einen Daumen nach oben, nette Kommentare und ein Abo des Alles-Fahrrad-Kanals. Im warmen Lagern. Wie schon vorher erwähnt, mag kein Akku Kälte. Wenn das E-Bike also länger nicht nutzt, gilt es deswegen, den Akku nur im Warmen zu lassen. Heißt, am besten in der Wohnung bei Zimmertemperatur lagern. Dann passiert dem Akku nichts und die völlig natürliche Selbstentladung ist am geringsten. Das gleiche sollte man auch mit dem Display machen. Wenn es denn abnehmbar ist oder zum Beispiel das Display mit einem Thermoschutz einpacken. Denn auch hier ist in der Regel ein kleiner Akku oder eine Knopfzelle verbaut. Akku nicht ganz voll oder leergeladen einlagern. Wer lange etwas von seinem Akku haben will, der sollte den Akku weder ganz voll geladen noch ganz leer geladen einlagern. Ganz voll ist zwar gesünder als ein ganz leerer, beides ist aber eher blöd. Tests haben ergeben, dass die besten Ergebnisse ein Ladezustand von rund 50-60% bringt. Damit ist der Kapazitätsverlust, also die natürliche Alterung quasi der Batterie, am geringsten. Wer keine Kapazitätsanzeige in Prozent hat, der kann bei 5 Ladebalken sich am dritten Ladebalken orientieren. Die meisten heutigen Akkus zeigen den aktuellen Ladezustand auch direkt über mehrere LEDs am Akku selbst an. Absolut vermeiden sollte man die Einlagerung eines leeren Akkus. Dieser kann sonst nach einer Weile in eine sogenannte Tiefenentladung fallen, sodass die Batteriezellen dauerhaft beschädigt sind. Meistens ist dann ein neuer Akku fällig. Einsamer Akku sucht Zuwendung. Nicht nur Menschen mögen es, wenn man sich um sie kümmert und sorgt. Auch der Akku freut sich über Aufmerksamkeit während seines Winterschlafs. Es empfiehlt sich, alle 2 bis 3 Monate nach dem Akku zu sehen und gegebenenfalls ein wenig nachzuladen, sodass man wieder auf 50-60% Ladezustand kommt. Der Ladezustand lässt sich, wie schon erwähnt, in der Regel auch auf der Batterie selbst mit mehreren LEDs ablesen. Bei 5 LEDs sollten rund 2 bis 3 leuchten. Bei 4 Stück am besten 2. Fahrradreifen braucht auch Überwinterluft. Jeder Fahrradreifen bzw. Fahrradschlauch verliert pro Monat rund 1 Bar an Luftdruck. Das bedeutet, nach 3 Monaten ohne Nachpumpen kann es je nach Reifen passieren, dass der Fahrradreifen komplett leer ist. Sollte er dann länger so stehen, können Schlauch und Reifen porös werden und müssen eventuell ausgetauscht werden. Deswegen sollte man auch im Winter alle 2 bis 3 Monate nachpumpen. Dazu empfiehlt es sich, eine Handpumpe oder Standpumpe mit Manometer zu kaufen, da die alte den Reifen drücken Methode nicht besonders genau ist und aussagekräftig. Wer wissen will, wie viel Luft eigentlich in den Reifen darf, der kann auf der Außenseite des Reifens schauen. Dort steht die jeweilige maximale und minimale Angabe in Bar oder PSI. Es spricht eigentlich nichts dagegen, zum Einlagern den Reifen auf den maximal möglichen Wert aufzupumpen. Hier übrigens noch eine kleine Faustformel. Rennräder und Gravelbikes vertragen je nach Breite rund 6 bis 8 Bar. Normalbreite Trekkingräder vertragen rund 5 bis 6 Bar, klassische Mountainbike-Reifen rund 3 bis 4 Bar und moderne Plusbereifung mit Übergröße rund 2 bis 3 Bar. E-Bike springt nach dem Winter nicht an. Nicht erschrecken, wenn das E-Bike nach dem Winter nicht mehr anspringt. Häufig haben die Displays selbst einen eingebauten Akku. Dieser geht wie auch der E-Bike-Akku nach einer Weile leer, wenn er nicht nachgeladen wird. Das Nachladen passiert automatisch beim Fahren oder in der Regel, wenn man den E-Bike-Akku im Rad eingebaut lädt. Ansonsten kann das Display häufig über einen USB-Anschluss aufgeladen werden. Wenn nach dem Winter das E-Bike nicht einzuschalten ist, so kann man das Ganze in der Regel über den Knopf am Akku starten.
Dazu einfach den Akku und das Display einsetzen, Knopf am Akku mehrmals drücken und das Display sollte nun ebenfalls angehen. Sollte dabei trotzdem nichts passieren, kann es sein, dass der Akku in die Tiefenentladung gekommen ist. Dann am besten ab damit zum E-Bike-Händler eures Vertrauens. So viel zum Fahren oder Nichtfahren mit dem E-Bike während der Winterzeit. Allen auf jeden Fall eine sichere Fahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob die Tipps hilfreich waren. Stellt gerne auch weitere Fragen zum richtigen Umgang mit dem E-Bike im Winter. Euer Chris von Alles Fahrrad.